Ich begrüße dich dann heute zu einem neuen Video im YouTube-Channel von Team Lützebüsch. Das ist keine Kooperation mit Lösser war, wenn wir dem zu verdanken, in der Teil innen die Zink-Booster leihen. An der linken Hand sieht ihr euch schon, wer Tag geht auch generell. Eine Crossing Amiibo-Karte, wir hatten hier am Let's Play oder am Livestream-Sessions auch geschwärmt, ein Kehr, da der Dolo ein Kehr schöne Video kriegt mit den neuen Amiibo-Karten von Grand New Horizons an. Würden wir das ein Kehr im Detail gucken. Für eine kurze Erklärung, schön Zinkpack durch das Partnerreservat gut. Wenn wir den konnten auf Zeit auslehren, wie die rauskommen wäre, das wäre wirklich schlecht hier alles. Und so viel dicke Merci, weil Jitfrey weiß, wie schwer die zu kriegen sind. Und wir benutzen die auch häufig erst, dann habe ich gesehen, wenn du das schönste rauskriegst. Da sind dann zwei Pack, die ich von einem Geschenk geholt habe, noch ein Kedon und dann gemerkt dafür, du wirst auch ein Kuss weisen. Und ich selber hat man dann noch, dem uns für Amazon nach ein einzelnen Pack konnte kaufen. Ja, der hat das ein einzelnen Pack, weil Amazon hat das definitiv limitiert gehabt. Früher konnte er Pro kaufen, aber der wüsste, wie das mit den Amiibo-Karten auch so das muss gelesen geben, weil das mit den Bulk, wie sind die Scalper-Preise oder so, den Term von der Fall Just steht mal nicht. Einfach Wucherpreise kann doch definieren, da komplett über drüber gehen. Die 10 Pack gucken wir also gleich an, sie können doch ein Kilometer zählen, sind da 10 Stück. Die sind vom Reservoir, die werden wir gleich abmachen. Hier ist dann von Nintendo mittlerweile möglich, werde ich den Link, ja, den seht halt empfangen, dann haben wir einen YouTube-Channel, also, da wisst ihr Bescheid. Den hier Album, das mittlerweile rausgekommen, lo am Lauf von Anfang des Jahres 2022, der kriegen wir mittlerweile auch schon über den Nintendo My Shop zu kaufen. Mit einem Booster dabei, also auch da haben wir dann eine kleine dabei. Und, so sollen die halt noch bei den Geschäften können kriegen, mittlerweile Nintendo wird da viel Lehrgeld gehen. Ich werde euch ein bisschen erklären, was da in der anderen Serie gegangen ist. Wie ihr seht, wir sind hier in der 5. Serie mittlerweile, dass da viele schief gegangen ist. Und voilà, ich gebe nur ein kurz dann den Ganzen habe ich alles mal auf Zeit kurz machen und dann den habe ich mal abmachen. Dann sieht auch ein bisschen nach der Erklärung, was man mit den Karten kann machen. Da geht es nicht allzu viel drüber, natürlich alles am Let's Play schon gesehen habe, sieht auch ein kleiner Challenge-Bildchen. Mit das eben am Kader vom Amiibo, mit den Amiibo-Karten am Animal Crossing New Horizons Aufschluss, wenn wir hier schon ein Video machen. Ich gebe das so an. Ich mache hier ganz sehr ab. Das wird ein bisschen noch halt dauern, das Video kann bis zu 20 Minuten gehen. Also der hat auch viel Knasch produziert, geht auch viel Plastik, das mal nicht für den Auffall, aber das muss leider sein, sucht das doch viel zu groß. Also wir sehen dann heute die Infobroschüre, die noch schön dabei, noch wie immer. Die legen wir auch mal auf die Zeit, wir gehen nicht viel an Details an, wie das Ganze funktioniert. Also wir sehen dann heute ein Album, wo ich auch sehr hier abmachen werde, du hast die ganze Kollektion. Gucken dann kann ich auf den Bildschirm zu kriegen, also ich gehe am Ganzen, wenn ich mich nicht irren. Wir sind dann die 50 Karten sehen, wenn ich denke, also erzähle mit 8. Ups, ja, kann ich die 50 Karten sehen, das Ganze. Hier sind nämlich die Spezialkarten, dann ist es mit 401. Geht das Ganze los. Hoffentlich noch die ein oder andere kurz können. Und zeigen, und da sind hier wirklich Highlights zum Ganzen. Die neuen Anwohner, die mit dabei kommen, sind halt mehr geht bis 404, plus minus 50 neue Karten. Und dann halt zum Schluss ein kleiner Crossing Horizons, wo ihr ein bisschen noch drum könnt erkennen, dass man den davon aufgeguckt hat. Ich gebe ein Album da los, so hier ablösen. Ich beweise, fängt natürlich schon immer mit 2 Pack, die ich demnächst in einem Grund. Wie gesagt, der gemerkt hat dafür, dass wir am, Mist am November gewesen, die wollen wir studieren. Anfangs November, den Zahl ist Bescheid. Und dann kommt mal sehr cool, wenn man den 2 Pack demnächst Grund hat. Und die gehen halt natürlich als echt high angepackt. Wir hatten dafür die 5 Grund, also das Fienchen. Und Tom Nook am selberischen und dann hier den Zoe, Nashorn, Bär, den man dann rein kommt. Und da sieht auch schon so ein Amiibo-Pack. Die kosten immer um die 5 Euro, haben sie 3 Karten dran. Natürlich die Karten und Chip dran, dafür hat der Preis einen gewissen. Wie soll ich sagen, der Preis in einem gewissen Daseinsberechtigung natürlich. Und da sind die Karten, die man natürlich werden direkt halt durch Fiss dran machen an der Sammlung. Und dann merkt man auch, dass man hier alles so live machen muss. Ich vielleicht schon gucken, die Plastik halt zu zählen. Alles geht halt fürs 2 Euro abgelöst, das merkt wie professionell mir das halt machen. Also zum Glück dann als ich natürlich, ich meine, das muss Sinn, da ist ein Mafiosi. Und dann gucken wir die Karten natürlich mit der Reihe falsch. Ja, also die sind auch wirklich ganz am Schluss, all die Toten, da sind auch alles. Da möchte ich dann hier so ein Livestream für dann zu weisen, gucken, schrauben, setzen so mein Kummer hier. Und ich klassiere die Karten mal an und ich mache ein Pack up. Und die da Raps davon. Also ihr merkt dann, wie der Teil funktioniert. Gucken wir mal, wie viel wir heute werden.
gefällt kriegen halt von dem ganzen Spaß, das ist kein böllischer Spaß. Und ich froh nicht, ob da du vielleicht Leute am Land noch kennt, die da auch sammeln, oder vielleicht ob man die Werte tauschen wird wahrscheinlich. Da kann ich auch wirklich schon kritisch. Muss man den Pack in Albuch schon so machen, dass man das Fienchen einmal schon anklasse hätte. Das war damals der nächste Pack, den ich abgemacht habe. Machen wir mal hier im Zug. Und dann war der nächste Pack, das war dann eigentlich den Carlsen. Ich meine immer die deutschen Termen Vega und den Jupp. Die da, das also nicht Code kennen oder so, oder so anfangen. Für die Kanne oder so, was da an den Mund geben werden, blablabla, da du Chip drin hast, also, das Karte soll nicht an den Mund nicht so also, generell Terme von Nintendo willst du nicht wissen. Auch hier haben das nämlich, also wie gesagt, ganz schön Karten, das hier schon ganz schön ich Pack abgemacht und nach kein Döbel, das ist schon ein Glücksgefühl, weil die werden lachen, wir werden halt viel erleben, wie oft man den Döbel auch werden kriegen. Ob die Länge Pullrate oder so, das kannst du nicht direkt suchen, wie generell, also es ist oft der Fall, dass die Sachen Döbel kriegt, also wir machen nur halt Carlsen dann. Auch speziell Anwohner dann, die da das Spiel halt noch angefischt dürfen, sind da angebaut gehen. Da muss ich gucken, ob wir ein bisschen drei voll Schrift zahlen. Ups. Mein Gott, am Land unten, da den einfach heilen, und der ist sein Sammelalbum hier. Weiß und abmischen, wenn wir da doch ein Kerl hier gemäht. Und gerade vor 15 Jahren, der wird das mal auch ruhig machen. Dann noch kein Weiß, wir sind nicht mehr mit doof hier. Up-to-date-Sachen haben wir auch als andere Sachen passieren. Und dann habe ich den Jupp mit seinem schönen Hirnchen da muss sein. Also sein Hirn ganz schön da, ganz schön gemäßig gesagt. Da wäre das schon hier für Plo, weil da könnt ihr auch drüber da schön haben wir gesehen, die Menge haben schon. Weil er immer schon auf der letzten Seite für 6 Karten um dazu. Dann könnt ihr eben den magischen Pack von Amazon, den ich eben nur gespart habe. Quatsch, das war der Pack von Amazon. Das war der zweite Pack, den ich geschenkt habe. Wir haben Isabel, wir haben ein Gerät, also sorry dafür. Und wir haben dann den Yoshino hier. Die neue Karte noch direkt dran zu machen. Und mir geht auch direkt hier immer 403 und hier ist 424. Die Tender haben gemerkt, kommt, Isabel muss so oft dran sehen, dass die Leute nach mir wagen. So, haben wir schon halt Kamera auf den Kopf gestellt. Alles hier live, alles kann schief gehen. Also die Isabel kriegt dann hier Melinda. Hier ist eine Position, das ist die mir auch einfach der Fett, wenn er guckt, hier ist schon drei Seiten von denen Bewohner. Da hast du Menge mir nicht müssen unbedingt zwei, dreimal den Tom Look müssen abbauen. Sonst ist ganz ehrlich, wenn wir mal abgucken mit drei Seiten Special Guests und dann immer vielleicht von Gotet effektiv drei Seiten an dem Album hier von den neuen Bewohnern, die an Animal Crossing New Horizons angebaut sind. Aber bleiben wir noch dabei, nur noch am 30er Bereich. Das müsste die alte Seite auch sein. 33 und 36. Der merkt sich mal immer alles schön direkt dran. Weil die Karten nur noch einen gewissen Wert. Nicht nur einen Sammlerwert, nur einfach. Generell die verschiedenen Karten bald bis zu 350 Euro gehandelt. Weil sie ein gut Value hören, weil sie mehr wertvoll sind, aber mehr gefroht bei den Leuten, weil sie halt mehr Value hören. Das waren die drei Specks, wie gesagt, die hatte ich selber abgemäht, los im Moment, wo man dann. Weil es echt aufhängt, genau so ein Nintendo-Pack, dem hier werden dort meine mir doch heute, die gehen einfach so auf der Seite abgemäht, bis so wie die japanische Pokémon-Karte kann das denken, so, weil er verrät, ich lock den Pack nicht ab. Und da muss man ein bisschen gucken, noch mehr abzureißen. So. 20 Stunden mich später nicht den Pack abgemäht, muss man überpreisen, also merkt, dass ganz kannerfreundlich und den Hype, die heute in der YouTube-Video möchte ich gerade nicht umreden. Und ich gebe so, wir machen dann so ein Kehr, der ganze Spaß. Wir decken den Nap und Schlepp dann hier. Dann nehmen wir den Sit und die letzte Karte ist dann den Dominik. Ich hoffe, du bist männlich. Sind wir doch gerade nicht sicher, wir hoffen mal einfach. Das wäre dann auch eine also mehr Chance, da wir eine neue Karte, wenn ich wirklich weiß. Jetzt sehe ich auch just 50 Karten und ich sehe heute dann am ganzen 30 bis 40 Karten im Dreh. Und die Döbel, so ich mal einfach, wenn ich in ein halbes Video geguckt habe, immer schon halt knascht gemäht. Also, eieieiei, dick professionell das ganze Teil. Wenn ich einfach weiß, hier am Land, von der Leute sammeln, der guckt das hier nur. Und der schätzt, oh mein Gott, ich brauche die Karte, just Bescheid so. Und dann kann das ganze gucken. So, guck mal, das dumme vielleicht zu verhalten. Und 427. Und 429, nehmen wir schon echt Pack, das war der Nintendo Pack. So, kriegt der Plastik hier ab. Den Album fällt sich da los, aber sicher. Hallo, wie gesagt, danke Grüße, merkst du in der Reservoir, geht los mit dem Pack. Warum im Discord-Channel von Team Lutz beschweren, wie sie los so ein. So, mein Zwölf ist eh in der Zinger, ich gebe einfach aufhängen,
als Lucky Seven noch vielleicht rauszuhören, mal gucken, was du raus mag kriegen. Wie gesagt, die Pack quasi näher an unserem Land zu kriegen. Ich habe doch sie direkt gefreut. Gut, Gott sei Dank. Natürlich auch da. Die können dann noch so ruhig gucken können. Ich verzweifle, dass sie einfach auch danach kriegen. Und generell alle Händler hier im Land sollen immer schon eine Doppelkarte gesehen. Wir haben das so. Also die Fienchen dann, die ich keine Doppel wählen will, kann sich melden. Dann immer hier nach Katharina als Neid. An den Tom Nook, den Mafiosi, immer noch als echten Doppel. Also ihr merkt, das feiert Pack. Alle kommen die Doppel schon. Das hat nicht mal als Partner zu sehen. Das ist einfach Pullwaiter, weil die immer eng von denen. Gäste sozusagen dran hast, immer ein Knast gemäht, eieiei. Wir müssen aber heute an Katharina als New Character eben frei. So, gucken wir das hier direkt zu machen. Dann haben wir jetzt zum Schluss, weiß nicht, eben, nein, kein Detail, alles rösch, hat man also zusammen. Wieso hin? Die erste drei immer da fertig. So, an Schiffpack habe ich Loretz Handang verleihen lassen, schon immer die Nation Versus Lucky Self jetzt gucken. Und Pack, dass wir dann bis zu 4 Uhr kommen, ich merke, wir sind doch schon bei 11 Minuten. Und ich enttäusche für den Pack, weil er nicht abgemäht. Die wir von Haut hin. Das ist ein teurer Spaß, muss ich wirklich sagen. Und da freut mich, ich habe nicht da hin, einen kleinen Hamster, der Mario. Mario ist ein anderes Spiel, hoppla. Mario hat immer seine coole Sonnenbrille, muss ich sagen, dass dann immer einen Sit für Zweit. Döbel, und dann habe ich Celeste, auch Dolphemia ein Kerl als Karte zu so ganz schön, auch immer mit dem Glitzer-Effekt. Verschiedene Leute, die Karte nicht so gerne mir gefallen, sind mir wohl zu echt, halt, den Hamster muss wirklich angemäht gehen, halt. Den Mario mal zeigen. Mit dem Blick, guck dir ich dünn, halt. Guck dir ich gerade und gesehe ich, weil es mit meinem Bekursing spielen, ne? Das Ding hat nur wohl halt angemäht. Sind schon froh zu sehen, als schießt ein paar Leute, die sind happy, weil die sie ein paar Aufhänger wollen spielen. Vielleicht kriegst du ein paar Leute mobilisiert für dann hier eben um uns fangen, um ganz zu spielen. Und dann noch der Femia wirklich schon ganz hoch dazu, weil er das auch wirklich. Wie soll ich sagen, immer wenn das da war am Anfang vom Release, da passt direkt wieder gelaufen, dass der Kollege geschrieben hat, Femia ist da, für die cool Items von den Sternschnuppen zu kriegen. So, das war da schon. Ein guter Pack, wenn man denkt, Döbel ist, also sie merkt drei Mann, da schon ein Döbel bei, so sehr geht, wir sind ja knapp mal nicht an den halben Stück kommen. Dann den zweiten Pack von unserem Partner, Le Reservoir. So. Hat man kann auch wenigstens ein bisschen Feinschliff machen. So. Dann haben wir das gerade umgedreht. Also, wir sehen dann den nächsten Charakter, wäre das dann der Carlson, immer dafür zweit auch. Die lehnen schon mal hier oben hin, der hat Stöblein präsentieren. Dann halt Vega, Mängnisch wissen wir auch schon, an die letzte Karte, dann den Achim. Und dann kann ich 4-3-4-5-1, die sie richtig sortiert schon. Und dann bleibt er mal eine ganz Spaß hier. Und ja, ja, der verliert Zeit hier am Video. Weil er hat Vega immer effektiv schon gehabt. Und dann bleibt tschüss hier nach dem Achim anzumachen. Klasse. Und dann bin ich wirklich dann ein paar abgemäht, damit kann ich sagen, nein. Bei 50 Karten, das hat mir sehr, wie du kannst gucken. Und das ist wirklich, sie wissen einfach, Nintendo Company. Wie sie die Leute können sitzen, so melken für Pack zu kaufen und dafür ist gerade so wichtig, dass in der Community ich gehe nicht durch Deutsch Sitten, also Deutsch Facebook-Gruppe, wird wirklich sich lohnt, Karten zu sammeln und in der Zeit, wenn ich den nächsten Pack habe, müssen den dritten Pack vom Reservoir sehen, wird sich wirklich lohnt, dran zu machen, weil sich ja doch die ein oder andere hier handeln. Nur mit meinen doppelten Karten und plus auch ich meine, freier war der Brandon, weil er gesehen hat, könnt die nächste gleich schon mal im Jupp, dann die Gawitz an die Lashkarte Melinda, den Troll, respektiv doch, die du immer schon, das ist 24, ich könnte meinen zweiten Melinda hat schon mal gemerkt. Natürlich doch hi, guck ich mal, Gerrit, ob man den doch schon vielleicht hat, dann. Also los, weil dann hat man auch schon, natürlich mir ein paar abgemeldet, gesehen, den wir dann nicht rausgeholt haben, das ist schon heftig. Weil ich bedenke, der Pack kann schon weiter mehr bauen. Gerade wenn es nach tauschen dann da. Und muss nicht immer dann Karten investieren, um da neu so mehr bauen. Geht dann drum, ein bisschen ein Tauschding abzubauen. Lo. Und dann bis der Glück zu sichern und nach ein paar Wochen vielleicht eine Haltung mehr sehr fertig zu wie ich gucken kann. So, nächster Pack dann halt. Geht heute rein, dann lassen wir mal so, ich wissen auch schon hin. Den Tian Sheng, also der war neu. Coole Nerven, wenn ich so nicht mal nicht gesehen am Spiel. An die Lashkarte Tom Nook aus seinem neuen Outfit. Dann natürlich Tom Nook die zweite, mit dem man ein Double gehabt. Ich sehe gerade fasziniert von dem A-Fall, wie der noch rausgesagt. Bist du so ein kleiner Krönt? Möchte gern Krönchen, den du abhörst. Und den Tom Nook, die zweite Version, die man dann hören, schlägt das Karte kurz auf die Seite. Und voilà. So sehr geht das. Er hat schon Tom Nook schon die falsche Seite beitragen.
10 offiziell Produkte, das ke fair nach Datei, also Nintendo ist schon ein gut überlöscht, wie auch zu, wie gesagt, zu machen, und der wisst vielleicht, die mich gut kennen, eine schöne Karte von Van Gogh gesammelt. Die echt 100 Karte, die sieht ja die Nummer immer 435. Die echt 100 Karten sind komplett. Und dann noch sind eben noch Gletscher sozusagen dran. Und er hat so, er hat noch schon, wie ich wieder nur gedeutet habe. Und gucken wir mal, wie viel Pack wir haben. Wir haben da im Ganzen, weil er 5 Magic Last Pack, die wir von unseren Partnern durchgeholt haben. Und dann werden wir den auch noch an Engems ab. So. Also wie gesagt, die echt 100 Tönen, das war damals, ich meine, kann nicht 2015, 2016 gewesen, 20 mit deren großen Hype für die zu kriegen. Und schick ich auf Amazon, da immer so, kannst du 5 mal nicht kaufen, weil er Jasmina sein, da hat ich bei Jasmin gesagt. Jasmina ist da, Yoshino haben wir schon an, der Bono ist mit dabei. Bono ist eben auch ein Charakter, den du gut am Let's Play gesehen, respektive am ganzen Livestream-Session zu lehnen, so nur am Happy Home Designer rauskommen und YouTube für den am Livestream hören gehört. Ich werde mir doch kein Progelo-Rezent machen. Wird vielleicht ein bisschen, wenn wir Zeit haben in der Zukunft. Mit der Wüste, das hier steht viel im Programm bei Nintendo Switch und dafür ist das ein bisschen auf Eis gelöscht. So, den Yoshino muss ich schon hören, respektive den Bono muss also ich halt dran machen. Also kleinen Äffchen dann, den wir da als gekrobt haben. Muss aber so, und das ist cool, mehr so kleinen Äff zu designen. Also, ein bisschen an Terz geschlossen, geht da nicht aktuell spielt und nicht viel Zeit hat, wie man das überhaupt uns zu gucken. So, 426, voilà, hier oben, Vater 36, das Schimmer schon oder 46, Jasmin, das ist schon um die letzte Zeit, in dem Weg wirklich geht es ja. Wenn man 46, voilà, du bist aber dann auch noch neu. Und dann geht es Spaß. Hier. Und das fehlt mir, wie ich schon gesagt habe, mein Album schießt aus dem zweiten oder dritten. Da muss ich eigentlich auf eBay wissen, mich raufhauen, weil die Abo lohnt noch zu fanden, also da ist das wirklich schwierig. So, feiert gleich den Pack dann hier. Da gucken wir mal, da haben wir wirklich um die 20 Minuten dann wieder hier abhalten, um da ein bisschen nach Caps zu gucken. Wie gesagt, für Leute motiviert sich jetzt zu tauschen, just melden, schön Karte lohnt nicht online gestaltet, die Video schreibt euch doch am April wahrscheinlich machen. Hier geht dann nur um. Mam Helge. Pipette. Fand ich auch schon cool. Und heute dann den HW, also auch immer neue Charakter. Also das wäre ein guter Pack. Drei neue Hits direkt. HW dann nochmal schon direkt hier anklassieren. HW als ein Charakter. Erst die schließen am Tier, so von ein bisschen strange ausgesagt, sag ich mal so. Auch die neue Charakterin. Wohl schon Charakter, so Charakterin. Helge natürlich ein bisschen neue für mich, ein bisschen unbekannt, unbeschrieben Blatt. Wie das erste Labs hier die Leute. So, da sind schon 433 und Platz 443 gelesen. Anderes, ich glaube, vielleicht mal gucken, weil er den Pipette hineinkommt zu weisen. Ziemlich cool, ich ein bisschen so Doktor, gesagt, so studiert, eigentlich studiert Maus. Nifte Marolo, und Stefano Mario genannt. Gell, da bringt mich ihn um, wenn ihr die Video halt guckt, eigentlich. Und dann noch 43, ich nehme schon die letzte Zeit halt schon. Wie war Talsch und Toilette, das ist auch der Fall. Und zum Schluss kommt man hier heute, sieht man auch schon kurz, wie das gesagt. So, drittletzte Pack dann halt. Also, ich muss sagen, von den Hits kann ich mich beklonen. Ich hatte schon früher, wie ich den Pack selber noch aufgemäht mit den anderen Dealer. Oft, da hatte ich schon ein Pack-Cover, keine Neukrut. Geht mal den 994 und die Juri. Der Morpheus an direkte Sigma, auch ein neuer Charakter, also auch ein guter Pack. Zum Aufschluss sind wieder dann halt die besten Charakter und ein Kerl. Als Brett übrig gelöst, der jetzt aus immer schönste gesehen. Und das auch für die Qualität vom Video, es ganz flott ist, wenn er das so gesehen. So, guck, check die Nummer, 425, das ist direkt halt auf der Seite. Da muss ich so, wenn wir die Rechnung machen, wir haben da 10 vom Reservoir-Crut. Wir haben da ihn als Demo selber kaufen, letztlich war Demo limitiert, die Version so wie Amazon oder so sitzen. Dann haben wir da zwei Demos geschenkt, danke, x mal merci dafür. Da war ich froh wie Kischelchen. Die Leute auf der Welt, die wissen, mit wer den ich kann happy mehr, so mal so, mit Karten. Und so lange keine Puppenkarte sind, weil du zählst mal keine Glure, dann ist immer so deine Crossing-Hype dran. So. Zweitletzte Pack, also wir bleiben um die 20 Minuten, so 25 Minuten spät beim Schall fertig gelaufen. Da könnt man eure Meinung erklären, so war der von denen Pack halt. Generell, ich weiß, das ist kein billiger Spaß. Kann davon diskutieren, ob sie so wenig Value müssen tun. Aber ihr wisst ja, also das kann ich mit all
Lass so machen. So. Den Tentaton. Den Dagmar, auch ganz schönen. Bierchen so und bleibt. Und dann ein Kehr. Knapp und Schlepp, dann Döbel. Also auch im Halt zwei neue Karten. Und ich muss wirklich so, und ich selber mit den Hits, insbesondere mit dem Pack vom Reservoir, sind ziemlich zufrieden. Also, geht für mich schon wie einfach, für das Do-Eng-Stars zu komplettieren. So, noch nicht an 30 können halt zählen. Und du hast es dann. Eure komischen Splatoon-Charakter, Splatoon 3, lass grüßen. So, geht Teil Last Pack Match, ich sehe das noch der Reservoir. Geht die Cat drauf. Der letzte Pack vom Reservoir. Der letzte Pack, den haut dort mehr und dann guckt man hier ganz gemütlich hier über drei Sammlungen durch, die man haut gemacht hat. Geht hier los mit Verona, Andrea, und dann geht ein Udo. Also, das war Last Pack Magic sozusagen. Rimmt neu, alles komplett neu, dass man mir gefällt kriegt. Ein Udo hier von der Fluchtgesellschaft, auch von dem momentan ein bisschen schwieriger Schiff hin und her zu fliehen. In verschiedenen Ländern möchte ich natürlich aktuell Gott sei Dank nicht. Dann haben wir hier noch Andrea als neue Karte. Und zu guter Last 444. Dann haben wir wirklich die Lastzeit. Mist komplett sind, ne? Tatsache, die Lastzeit haben wir da komplett. Ja, gucken wir mal ein paar Rauschei durch. Das waren dann all die Opening-Zeit. Wir gucken mal ganz im Grunde durch die Seite, wo du siehst, weil es noch fehlt. Dieser Ball haben wir da schon ein paar. Also ich gucke mal so zu machen. Der Bodo, den Udo haben wir ja schon mal fehlt, also ist noch der Bodo. Tina und Sina fehlen als nachher in auch du, ich fand die Dokar das ziemlich gut gemäht. Hey, mit Singer Sonnenbrille und heute natürlich ein Highlight auf Fem, ja. Wenn du schon einen geilen Moment hast, wenn du schon lebst, wenn wir wirklich Kollegen dafür hin und her gelaufen sind und gesprintet sind auf Fem, ja, ist du wirklich der größte Star an einem Crossing, wir. Das ist schon wirklich der Glanz. Guck mal, die zweite Seite ist nachher raus, Schajun. Da fehlen als natürlich viel mehr nur die Flickler-Code, respektive Carlson und Harvey. Wir sind ein bisschen in der Niedertasch mit diesen Karten, das gibt Probleme. Also auch Einheit und CJ oder den Lomeus zu kriegen oder Einheit nach Lotti, Carlotta. Auch nicht zum Feld gewesen, mehr auch noch den Buhu zu kriegen. Also auch nach der Glanz und Heinheit hier zwei neue Charaktere da auch zu kriegen, wäre halt schon ziemlich cool. Gulliver. Gulliver hätten es auch können, nehmen wir schon so ein Kerl, den Piraten-Gulliver oder den normalen Gulliver machen. Mit der Tür sehe ich sie auch dünn. Leider. Das gemäht. Mit dem muss ich bedenken, die heutige Serie ist 24 noch, also kann ich besser gucken. Neu guckt. Die drei Streuen, einfach so Special Guest und drei Reihen neue Charakter. Ich fand schon bei ich gesagt, Fresh hat, dann da so viel angebaut hat, wie sie wissen, wie ein Kleid besitzt, so merken kann. Das ist 50-50 und voilà, schwängende Gesichter haben wir schon gut abgebaut. Mit Mom Morpheus, Mom Dogma, Dominik, Katharina Sitz. Wie sieht zu viel, dass es nachher nicht wahrscheinlich teurer Spaß hat zu kriegen. Der Gunnar auch für den noch zu kriegen. Also die Karte hat wahrscheinlich schon 57 Euro als Henno kosten. Andrea, Gerrit, Vega, Tian Cheng, Yoshino, der Marlo. Wirklich froh, den aber kurz über den. Guck dir schon an, den Blick. Der kleine Schleimer, der kleine Charmeur. Also mir ist schon ein Herz geschlossen. Demnoch gucke ich nach, ob meine Insel ein kriege, wenn ich ein bisschen Zeit für an meinem Leben so. Mein Pipette ist ein bisschen komisch, Maus, wo es mir die Götter, Tentadons, Splatoon 3, Kollege, Splatoon Community lässt grüßen. Da kämen wir nicht gut, den Achim, hören wir aber dann so. Also, wenn ihr wirklich guckt, von den neuen Karten fehlen also logisch im Endeffekt die drei Stücke. Natürlich drei wertvoller, ganz schwere Städte zusammen zu kriegen. Und dann nachher jetzt die Löschzeit, die wir da komplett tun. Heike, Verona, Jupp, ja. Jasmin, und schon Justin Bell gesagt, also ich selbst lebt an meinem Kopf schief. Juri und Fähnchen zu guter Last. Das ist auch wirklich den Album heute im Haut schon gut gefällt. Und da weiß ich nicht, mein Döbel heute, die mir heute gut. Und wie gesagt, da ein noch ein Appell, wenn dir ihr Sammler seht, und fehlt dir ein Karte. Just melden, ich gucke just ein bisschen noch nach zu sortieren an Engels. Ich glaube, der ist Charakter an zu sortieren. Voilà, also Charakter ist schon mal noch nicht viel allzu viel. Die Mafia hat den Carlson immer dann. Wäre schon cool, Carlson gegen den Flick, also gegen den CJ, Lomeus zu tauschen, wenn das möglich ist. Und Melinda dann, die wir Döbel haben. Und dann habe ich noch zu guter Letzt als Döbel Collection. Ich gucke nicht, so ein bisschen halt drei Folgen zu machen. 29, 41. Wie gesagt, wenn da euch fehlt, unbedingt einen Kommentar schreiben. Das ist Garrett, Vega haben wir Döbel, Yoshino.
Zoe. Jupp. Und zu guter Letzt Fähnchen noch da, dass nach Charakter, die ich wahrscheinlich schon mein Inselwert drauf kriege. Wie gesagt, wenn wir wirklich Trashung machen, überall 40 Karten hat gesehen. 10 Packs sind wir 30, wir hatten ja schon einen, haben wir noch einen gut, da sind wir bei 42 Karten. Von 42 Karten im Moment defekt, das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Döbler schon, die merkt ihr, wie sehr das Ganze geht. Und voilà, mit dem Blick, von Nintendo geht so ein, kauft ihr euch die Pack. Los nicht schon einfach, das soll ich mir nur gucken. Das war so die letzte Part von Animal Crossing New Horizons, den wir auf YouTube brüchten, ein kleines Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und da sehen wir uns erst noch ein Körper beim neuen Animal Crossing Projekt. Das ist sicher. Ciao, ciao.